Corona angefangen hat, war ich 14, nächstes Jahr werde ich 17. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich finde, das hört sich echt erschreckend an. Meine Jugend wurde mir von der Pandemie genommen. Ich mache mein Abi, ich kann dann studieren, aber ich kann nicht zurück in meine Schulzeit zurück, in der ich so viele coole Dinge jetzt verpasst habe. Und ich habe das Gefühl, dass mir die Möglichkeit genommen wird, das zu erreichen, was ich erreichen könnte, und dass viele Dinge, die eigentlich in mir stecken, überhaupt nicht zum Vorschein kommen können. Da ich auch positiv auf Covid-19 getestet wurde, dies Jahr im Januar, habe ich auch sehr viele Lücken. Jeder Tag ist auch absolut gleich. Einem ist langweilig. Es gibt viele Jugendliche und auch Kinder, die im Moment an Depressionen erkranken. Und ich finde, das sollte einfach viel größer thematisiert werden. Allerdings hört uns aber auch niemand zu, habe ich das Gefühl. Es ist nie eine Lehrkraft auf mich oder irgendjemand anders aus meiner Jahrgangsstufe zugekommen und hat uns gefragt, hey, wie geht's euch eigentlich? Hi, ich bin Finja, 18 Jahre alt und mache gerade mein Abitur in Schleswig-Holstein. Mit den Prüfungen hatten wir soweit echt noch Glück, das lief alles relativ normal ab und auch die Vorbereitungszeit war größtenteils in Präsenzunterricht. Aber es setzt einem natürlich schon enorm zu, dass das Ganze drumherum wegfällt. Wir haben keine Abi-Feiern, keinen Abi-Ball, keine Abi-Streiche, keine richtige Mottowoche und das ist schon echt sehr schade. Und ich weiß auch, dass einigen meiner Mitschüler psychisch wirklich nicht gut ging, vor allem in dieser langen Lockdown-Phase, wo wir so lange Distanzunterricht hatten. Ich hoffe einfach, dass sich die Situation in naher Zukunft verbessern wird, verbessern kann, je nachdem, wie sich die Infektionslage entwickelt. Vor allem natürlich für die jüngeren Schüler, die mindestens genauso gelitten haben wie wir. Hallo, mein Name ist Klaus, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Rheinland-Pfalz. Das heißt, ich habe dieses Jahr schon mein Abi gemacht. Ich muss sagen, es war schon teilweise sehr chaotisch, gerade weil irgendwie die Lehrer sich nicht auf eine Plattform einigen konnten. Das heißt, wenn man Arbeitsaufträge bekommen hat, dann kamen die je nach Lehrer über E-Mail. Wir hatten so ein internes Schulnetzwerk, über das man auch Aufträge bekommen konnte. Moodle gab es bei uns noch. Stewie, was aber auch eher weniger geklappt hat. Die vier sind es, die mir noch einfallen. Auch wenn wir Videokonferenzen gemacht haben, kamen die entweder über Stewie Video Call, Big Blue Button, Jitsi, Zoom und manche Lehrer haben einfach keine gemacht. Also ja. Und das hat irgendwie ein ziemliches Chaos verursacht, ehrlich gesagt, weil man jeden Tag auf all diesen Seiten erstmal gucken musste, ob man neue Arbeitsaufträge hatte. Aber ich muss sagen, diese Erfahrung hat mich, glaube ich, auch ein bisschen besser aufs Studium vorbereitet, weil ich jetzt sehr viel selbstständiger noch nach Informationen suchen kann und mir eben aus ganz verschiedenen Quellen die suchen kann und dann eben viel eigenständiger auch lernen kann. Also hat es im Endeffekt vielleicht sogar doch was Gutes gehabt, aber ich muss sagen, zwischendurch war es echt ziemliches Chaos und ich bin ziemlich froh, dass ich da jetzt durch bin. Hi, ich bin Lena und ich wollte einfach mal berichten, wie es mir während Corona gerade geht. Da ich mich mit mir selber auseinandersetzen konnte, weil ich halt sehr, sehr viel Zeit habe durch das Homeschooling, geht es mir an sich schon besser, da ich mich halt viel, viel besser verstehe. Aber ich habe gerade sehr große Probleme damit, meine Sachen zu erledigen oder generell die Aufgaben, die wir in der Schule bekommen, einfach aus dem Grund, dass ich es halt immer aufschiebe, ne, die gute alte Prokrastination. Und ja, irgendwie ist es halt gerade echt übel. Ich bin jetzt halt auch in meiner eigenen Wohnung, dementsprechend musste ich jetzt auch viele Sachen neu lernen. Und einfach, weil gerade die Gegebenheiten nicht da sind, ist es halt auch viel, viel schwerer, irgendwelche Sachen zu besorgen. Und generell macht das Leben gerade auch einfach nicht so viel Spaß, weil man sich natürlich halt auch nicht mit so vielen Leuten treffen kann. Und ja, irgendwie ist es echt doof. Ich mache gerade mein Abitur und schreibe morgen meine erste Prüfung. Und im Zuge von Corona haben sich psychische Probleme und damit auch die Motivationslosigkeit bei mir verstärkt. Und das macht es mit dem anstehenden Leistungsdruck nicht besser. Ich bin Johanna, ich bin 18 Jahre alt und befinde mich momentan in meiner Abiturientenphase. Und ich muss sagen, dass ich schon einer großen Belastung und auch einem großen Druck ausgesetzt bin. Einfach zum einen die Angst der Ansteckung, besonders weil man dann irgendwie nicht die Abiturklausuren eventuell mitschreiben kann, was, glaube ich, so der Albtraum für jeden Abiturienten wäre. Aber zum anderen auch einfach, weil ich irgendwo halt trotzdem diesen Ausgleich brauche, diese sozialen Kontakte natürlich in eingeschränkter Form brauche und benötige.
einfach um mich irgendwie wohlzufühlen, weil ich merke wirklich, dass an Tagen, wenn ich lange irgendwie keine Freunde treffen konnte, spüre ich das auch einfach, mir geht es dann einfach nicht gut. Ich bin nämlich ein Mensch, ich kann nicht so lange alleine sein. Ich brauche einfach dieses Treffen mit Freunden und besonders in den letzten Wochen fällt es mir schon echt schwer und ich kann nicht so gut mehr damit umgehen. Also als Schüler in Corona ist tatsächlich nicht wirklich schön. Mit den Studien kann ich mich nur so weit anfreunden, dass ich weniger Freunde treffe. Der Rest trifft bei mir tatsächlich nicht zu. Naja, keine Freunde treffen ist tatsächlich für mich absoluter Horror, keine sozialen Kontakte zu haben. Also ich habe zwar den einen oder anderen, aber es sind tatsächlich deutlich weniger geworden als vor der Pandemie. Aber mit der Schule, das ist eigentlich viel schlimmer für mich, weil ich wiederhole gerade die 11. Klasse, damit ich mein Abitur ordentlich bestehe. Und jetzt machen die Schulen zu, genau in diesem Zeitraum, wo ich das letztes Jahr auch nicht bekommen habe. Aber naja, man versucht das Beste draus zu machen. Ich hoffe, es wird besser, dass sich das auch alles wieder entspannt. Aber sonst in Corona bin ich tatsächlich nur aktiver vorm PC gewesen. Und ein bisschen mehr zu lernen tatsächlich, aber ansonsten leider nicht. Also meine Situation ist, denke ich, nicht so heftig wie von anderen, aber klar habe ich auch viele Probleme. Das Hauptproblem besteht darin, dass ich einfach nicht mit dem Stoff nachkomme, aber weiteren Klausuren geschrieben habe. Ich fühle mich einfach im Distanzunterricht von meinen Lehrern zurückgelassen. Und ich habe dieses Jahr meine Abi-Prüfung. Und ich habe echt Zweifel daran, diese einigermaßen gut zu absolvieren. Ich bin gerade in der 12. Klasse, bin also mitten im Corona-Abi-Jahrgang 2021. Und ich bin absolut enttäuscht davon, wie unsere Situation gehandelt wurde. Klar gab es Maßnahmen, wie beispielsweise, dass wir weniger Klausuren hatten, dass Stoff vom Abi gestrichen wurde, günstiger Prüfung etc. Aber all diese Maßnahmen waren auf absolut oberflächlicher Ebene und waren einfach nicht genug, da sie einfach nicht die Menschen hinter uns SchülerInnen erkannt haben und wahrgenommen haben. Diese Maßnahmen sind natürlich immer noch besser als nichts, allerdings ist das Einzige, was sie bewirken, dass man einfach für den Moment akut weniger Schulstress hat. Allerdings erkennen sie den emotionalen Stress einfach nicht an, der durch diese regelmäßige Quarantäne, weil man wieder Kontaktperson in der Schule war, entsteht, der dadurch entsteht, dass man ständig diesen Wechsel von Homeschooling zu Präsenz zu fraglichen Wechselmodellen hat, dass man in der Pause angeschrien wird, weil man mit Maske zu nah an seinen FreundInnen steht und einem schlechtes Gewissen gemacht wird, obwohl man sich seit über einem Jahr an die Corona-Maßnahmen hält, sich mit niemandem trifft. Und das ist es einfach, was ich so traurig finde, weil ich das Gefühl habe, dass das von außen auch gar nicht wahrgenommen wird. Und das ist etwas, was man nur wahrnimmt, wenn man wirklich direkt betroffen wird. Ist allerdings hört uns aber auch niemand zu, habe ich das Gefühl. Es ist nie eine Lehrkraft auf mich oder irgendjemand anders aus meiner Jahrgangsstufe zugekommen und hat uns gefragt, hey, wie geht's euch eigentlich? Ich bin 18 Jahre alt, mache gerade meine Abiturprüfungen und vor ein paar Wochen wurde bei mir Depression diagnostiziert. Dadurch, dass ich meine Freundin nicht mehr sehen konnte und nichts unternehmen konnte, um mich aufzuheitern, wie zum Beispiel shoppen zu gehen oder einfach durch die Stadt zu schlendern, fehlte mir einfach die Ablenkung vom Alltag, vom Stress, weshalb ich dem ganzen Druck nicht mehr standhalten konnte und zum Arzt gehen musste. Der mir dann gesagt hat, ich habe Depressionen, aber ich bin damit auf keinen Fall alleine. Es gibt viele Jugendliche und auch Kinder, die im Moment an Depressionen erkranken. Und ich finde, das sollte einfach viel größer thematisiert werden, was das für große Auswirkungen auf die Psyche von uns hat, den ganzen Tag zu Hause eingesperrt zu sein. Ich hatte das Glück, dass ich in einem Bundesland lebe, wo ich zur Schule gehen konnte, aber viele andere haben das nicht. Stellt euch vor, wie einsam die sind. Hallo, mein Name ist Amelie. Ich bin 17 Jahre alt, gehe in die 11. Klasse und ich bin seit Dezember ungefähr nicht mehr in der Schule gewesen. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, es reicht, ich will eigentlich wieder zur Schule. Ja, obwohl ich mir versuche, immer einzureden, ey, du hast es doch gut, warum beschwerst du dich? Aber ich finde, das macht ganz schön was mit einem, seine Freunde so lange nicht zu sehen und auch zu Hause die Motivation zu finden und am Ball zu bleiben, ist total schwierig. Und das hat man in der Schule einfach nicht. Wenn man im Präsenzunterricht ist, dann ist es nicht so. Und ja, ich vermisse es einfach und ich möchte wieder gerne zurück zur Schule.
Ich schreibe dieses Jahr mein Abitur und ich fühle mich irgendwie nicht genug vorbereitet, weil man im Online-Unterricht viel mehr verpasst, beziehungsweise die ganzen Sachen halt nicht so gut mitnehmen kann, wenn man im Präsenzunterricht ist, weil wenn der Lehrer direkt vor einem steht und dir das face-to-face sagt, ist es einfach was ganz anderes, als wenn du zu Hause sitzt. Du kannst ja auch in deinem Bett einfach sein, das fällt ja überhaupt nicht auf. Und daher, ja, wurden mir die ganzen Lerninhalte irgendwie nicht so gut beigebracht wie im normalen Unterricht. Außerdem fehlt mir einfach voll der Ausgleich nach der Schule, dieses was mit Freunden unternehmen, irgendwo hinfahren, solche Sachen. Ich meine, klar, ich kann spazieren gehen, aber beim Spazierengehen denke ich trotzdem noch an meine Probleme. Ich habe trotzdem irgendwie diesen Schulstress immer noch im Hinterkopf. Ich kann mich einfach nicht gescheit ablenken und das fehlt mir einfach total. Hallo, mein Name ist Juri. Ich gehe in Niedersachsen, in Lüneburg, auf ein Gymnasium und habe 4 Geschwister. Ich hatte immer schon viele Hobbys. Ich spiele leidenschaftlich Theater, führe Musicals auf, singe im Chor, spiele Klavier und laufe super gerne im Leichtathletikverein. Und selbst die Schule, dass die Pandemie mir das genommen hat und nimmt immer noch, das bringt mich in ein emotionales Tief. Ich bin genervt, ich habe keine Lust mehr auf vieles. Ich muss mir Highlights am Tag setzen, um irgendwie noch mit einer Restmotivation durchzukommen, um diese Wochen und Monate noch zu überstehen. Ich vermisse noch mein normales Leben und weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Meine Jugend wurde mir von der Pandemie genommen. Ich mache mein Abi, ich kann dann studieren, aber ich kann nicht zurück in meine Schulzeit zurück, in der ich so viele coole Dinge jetzt verpasst habe. Mein erstes Konzert wurde abgesagt und so viele wichtige Erinnerungen, die man in der Jugend macht, die kann man nicht mehr machen. Psychische Probleme habe ich an sich nicht. Es gibt Phasen, wo ich mir denke, okay, es wäre mega cool, auf eine Party zu gehen. Dann denke ich mir aber auch wiederum, okay, im Lockdown kann ich viel mehr Sport machen, bin viel aktiver und das hilft mir auch, wenn ich jetzt nicht jedes Wochenende in den Club gehe, sondern an meinem Körper arbeite. Hi, das hier ist das Video zum psychischen Wohlbefinden von Schülern. Ich mache dieses Jahr Abi, ich bin Hanna. Ich habe 2 Klausuren schon hinter mir und jetzt folgen noch 1 schriftliche und 2 mündliche. Und in meinem Umfeld und auch bei mir selber, also es ist schon hart und es ist schon eine andere Situation, man stellt sich einfach anders vor. Vor allem jetzt, wenn man wirklich Abi macht. Normalerweise hat man seine Vorabis, Chaos-Tag, alles Mögliche. Und viele schränken sich wirklich ein. Und wenn man dann auf die guckt, die sich nicht einschränken, ist es doppelt, dreifach, vierfach so hart, dass man sich eben trotzdem weiter zurückhält und versucht, vernünftig zu bleiben. Gerade der größte Albtraum von meinem ganzen Jahrgang ist es, glaube ich, in Quarantäne zu kommen, über die Abi-Prüfung und nachschreiben zu müssen. Also ja, ich habe so meine 2 Kontakte und das ist auch, glaube ich, relativ weit vertreten so bei uns, dass man sich eben auf 2 Leute einschränkt. Kann natürlich trotzdem schief gehen, aber jeder muss irgendwie gucken, wo er bleibt. Genau. Hallo, ich bin Jana und ich bin 18 Jahre alt und zurzeit mache ich mein Abitur in der 12. Klasse. Die Lernzeit über online war ziemlich stressig, dadurch, dass man keinen Ausgleich hatte. Man saß den ganzen Tag in seinem Zimmer, um an den Online-Sitzungen teilzunehmen, den Stoff zu lernen. Dann konnte man nicht wirklich rausgehen und was unternehmen, dadurch, dass ja alles dicht ist. Und sozial musste man sich dann auch klein halten. Das war schon ziemlich nervenzerrend manchmal, dadurch, dass man einfach keinen Ausgleich hat und doch keine Grenze zwischen Privat und Schule ist. Deswegen war es allgemein eine schwierige und stressige Zeit. Nun verfolgt uns die Corona-Pandemie schon über ein Jahr. Und ich habe nahezu meine gesamte Oberstufenzeit in der Corona-Pandemie verbracht. Dennoch muss ich sagen, habe ich auch ein paar positive Aspekte dabei mitgenommen und werde ich auch in meinem Studium vor allem mir zu Nutzen machen. Denn ich habe es gelernt, selbstständig zu arbeiten, um mir meine Zeit effektiv einzuteilen. Dennoch, und das wird wahrscheinlich den meisten Leuten so gehen, fehlen mir enorm die sozialen Kontakte und das, was wir zurzeit an Unterricht haben, kann man nicht wirklich als Unterricht bezeichnen. Denn wir haben teilweise 8-Stunden-Tage, die wir mit Maske in der Schule verbringen müssen, wo es dann am Ende wirklich einfach nur noch an Kopfschmerzen geht. Da teilweise einfach auch keine Tests vorhanden sind, die es uns ermöglichen würden, ohne Maske im Unterricht dazusitzen. Ich
bin Erik, 21 Jahre alt aus Hannover, mache jetzt im Juli an der Volkshochschule meinen Erweiterten nach mit den Covid-Prüfungen. Und ich habe teilweise auch unter den Konzentrationsstörungen gelitten. Musste mich auf jeden Fall erstmal umstellen, um von Fitnesscenter, Mannschaftssport, Musikunterricht, Essen gehen etc. auf alleine Bewegungsmangel ausgleichen, alleine im Park Sport machen oder zu Hause. Das ist schon eine krasse Umstellung. Hatte auch in der ersten Zeit wegen Risikopatienten in meinem familiären Umfeld nicht die Möglichkeit, mich mit Freunden zu treffen oder Lerngruppen zu bilden etc. Das macht natürlich schon Druck auf die Psyche und dadurch wird man natürlich schneller unglücklich, man entwickelt eine gewisse Art von Pessimismus. Habe es jetzt letztendlich trotzdem hinbekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass einige unter dem Bewegungsmangel und dem sozialen Entzug echt mehr gelitten haben und wünsche allen Schülern da echt viel Glück. Ja, ich habe gerade das Gefühl, als würde ich so die geilste Zeit meines Lebens verpassen. Man hört nämlich von den Erwachsenen immer, dass hier ja die Teenage-Zeit so richtig cool ist, weil man coole Sachen mit Freunden unternehmen kann und alles ausprobieren kann, wenn man jung ist und so weiter und so fort. Ja, und wir sitzen jetzt irgendwie seit einem Jahr zu Hause und können halt gar nichts machen. Das ist schon irgendwie sehr traurig. Als Corona angefangen hat, war ich 14, nächstes Jahr werde ich 17. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich finde, das hört sich echt erschreckend an. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass ich doch tatsächlich auch mit ein paar Freunden irgendwie den Kontakt so ein bisschen durch Corona verloren habe, weil man sich einfach nicht mehr täglich in der Schule sieht. Und wenn man nicht gerade auch im selben Ort wohnt, ist halt das Treffen, das regelmäßige Treffen, während Corona halt auch viel schwieriger. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass mir irgendwie so komplett die Motivation und auch die Kreativität fehlt, was eigentlich überhaupt nicht typisch für mich ist. Aber wenn man halt aufwacht und weiß, okay, dieser Tag wird wie jeder andere, es wird nichts passieren, auf das ich mich freuen könnte, kommen halt auch irgendwie keine neuen Reize. Also mein Name ist David Block, ich bin 15 Jahre alt und mir geht's so mäßig bis okay, bis vielleicht schlecht, ja. Es liegt vor allem daran, dass ich meine Kontakte einfach nicht mehr so richtig pflegen kann. Ich treffe mich mit weniger. Jeder Tag ist auch absolut gleich. Einem ist langweilig. Ich werde in 2 Wochen 16 und ich habe einfach das Gefühl, ich verpasse einfach zu viel von meiner Jugend, weil jeder so davon schwärmt irgendwie so. In den sozialen Netzwerken irgendwie auch oder von Klassenkameraden, die haben irgendwie den Spaß ihres Lebens und ich sitze zu Hause irgendwie nur so einsam rum. Und mache mir auch irgendwie manchmal auch Vorwürfe, einfach schon, weil mir so langweilig ist und weil man so einsam ist auch irgendwie. Auch wegen den ganzen Freunden, die Vereine haben zu, man kann nichts machen. In der Schule ist es ganz okay, aber man weiß einfach nicht, wo das hinführen soll. Hi, ich bin Sebastian und ich bin 18 Jahre alt. Psychische Belastungen oder sowas sind bei mir in der Corona-Pandemie wegen fehlender sozialer Kontakte nicht aufgetreten, weil ich mit meinen Freunden dennoch viel gemacht habe. Wir haben halt einfach nur, statt uns richtig zu treffen, ganz viel telefoniert, vor allem Videotelefonie, und dadurch ist Kontakt keinesfalls abgebrochen oder weniger geworden. Es ist zwar nicht ganz dasselbe, wie sich richtig zu treffen, aber war dann auch okay und immerhin besser, als sich gar nicht zu sehen und auch gar nicht zu hören. Und ich muss sagen, ich habe die Zeit sehr schwierig empfunden, als man zu Hause war von der Schule und war dann immer wieder froh, wieder in die Schule gehen zu können, weil mir es sehr schwer gefallen ist, mich zu Hause zu motivieren, mir selbst was beizubringen. Und das dann, ja, das hat mir eher zu schaffen gemacht, als dass ich meine Freunde schlechter sehen konnte. Hi, mein Name ist Simon, ich bin 15 Jahre alt und gehe gerade in die 9. Klasse. Da sind wir, glaube ich, noch relativ privilegiert gegenüber Abschlussklassen jetzt beispielsweise. Aber trotzdem ist bei mir so, dass eigentlich nach dem ersten Lockdown, der noch relativ ging sozusagen, ging es einfach nur bergab, irgendwie psychisch, physisch, leistungstechnisch auch in der Schule. Und das liegt einfach irgendwie auch daran, dass ich mit dem Homeschooling überhaupt nicht gut klarkomme. Ich habe irgendwie keinen festen Arbeitsplatz. Die Arbeitszeiten sind nicht wirklich an die Schulzeiten gekoppelt. Man arbeitet ständig irgendwas für die Schule und das macht einfach total den Druck und Stress die ganze Zeit. Und dazu kommt dann halt noch der soziale Kontakt, die Freunde, die fehlen in der Schule, aber halt auch zum Beispiel im Theater, wo ich oft bin eigentlich, und auch im Sportverein. Und das kommt dann alles zusammen und das erzeugt eine jede Menge Frust und ich hoffe einfach, dass das Ganze bald vorbei ist. Ich bin Tamara und ich mache gerade mein Abitur und bei mir ist es so, dass mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass so gut wie jeder Tag gleich ist. Man ist irgendwie so
so ein bisschen gezwungen, sag ich mal, irgendwie nichts zu machen, außer irgendwie natürlich zu lernen, wenn man es kann, weil das geht natürlich alleine. Aber so aufgrund der Ausgangssperre kannst du ja abends auch eigentlich nichts mehr machen, weil drinnen treffen ist auch ein viel zu großes Risiko zur momentanen Situation, weil man sich ja auch vor jeder Abiturklausur testen lassen muss und niemand hat Bock, da die Klausur nachzuschreiben, weil das natürlich auch nochmal eine viel größere Belastung ist, wenn du vorher 2 Wochen in Quarantäne bist und dann die Abiturklausur, wo du ja eh schon Belastung genug hast, schreiben musst. Deswegen man eigentlich, oder ich persönlich, irgendwie total eingeschränkt und belastet bin, weil man irgendwie nur sich auf dieses Abiturthema konzentriert und eigentlich gar keinen richtigen Austausch mehr hat, was ich persönlich eigentlich immer total wichtig finde und mir auch dann in solchen Zeiten gut tut. Also meiner Meinung nach finde ich, dass wir Schüler einfach Aufgaben kriegen, die zu umfangreich sind, dass der Lernstoff nicht angemessen vermittelt wird, unter anderem auch wegen Internetproblemen oder weil die Aufgaben einfach zu groß sind und die Zeit dazu, diese zu bearbeiten, viel zu wenig ist. Ja, jetzt mittlerweile nach einem Jahr oder sogar seit über einem Jahr Pandemieleben, muss ich sagen, dass sich mein Leben ziemlich verändert hat. Es gab super viele Herausforderungen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, die ich halt vielleicht so vorher nie hätte sehen können oder wollen. Ja, Verläufe, die einfach andere Wege angenommen haben, die ja viele Herzen gebrochen haben, viele Gedanken bei mir ausgelöst haben und auch viel Leid, viele Tränen gekostet haben und ja, Kopfschmerzen da definitiv vorprogrammiert waren. Und ich einfach nur noch hoffe, dass es irgendwann bald wieder zur Normalität zurückkehrt und man ja einfach diese Problematik in den Griff bekommt. Hi, wir sind Patricia und Luke. Wir sind 15 und 16 Jahre alt und wollen euch jetzt mal erzählen, wie es uns gerade mit der jetzigen Situation geht. Beginnen wollen wir mit dem Thema Schule. Das Schulleben ist sehr beklemmt. Man hat nicht wirklich Motivation dafür, Aufgaben zu lösen und hat auch keine wirkliche Lust. Man hat keine Kontaktmöglichkeiten so wirklich, dass man Lehrer erreichen kann, sondern nur über E-Mail oder telefonisch. Und ja, es dauert dann auch eine Zeit lang, bis die antworten. Genau, und das ist ja nicht das einzige Problem. Das zweite ist ja auch noch, wir können nicht rausgehen, wir haben keine Freizeitaktivitäten. Was sollen wir in der jetzigen Zeit machen? Wir können ja nicht mal sagen nach der Schule, ey komm, wir gehen mal eine Runde raus mit unseren Freunden. Nein, es dürfen sich ja jetzt gerade, keine Ahnung, nur eine Kontaktperson mit einer anderen treffen und das ist einfach nur schrecklich. Noch dazu sind wir gerade in der Blütezeit unseres Lebens und haben nicht die Chance, irgendwie feiern zu gehen oder sonst irgendwas zu machen, was eigentlich normal ist in unserem Alter wäre. Und das ist was uns auf jeden Fall sehr beschäftigt und sehr stört. Ja genau, danke fürs Zuhören. Ich bin Mascha, ich bin 24 Jahre alt und absolviere dieses Jahr mein Fachabitur. Ich habe mich vor 1,5 Jahren tatsächlich wahnsinnig darauf gefreut, wieder das Schulleben leben zu dürfen und kann es jetzt kaum abwarten, dass es endlich vorbei ist. Das letzte Jahr hatte nichts mit einem normalen Schulleben zu tun, es war demotivierend und ermüdend, wie für viele andere Menschen natürlich auch. Und es ist wahnsinnig schwer, sich jetzt kurz vor den Prüfungen nochmal aufzuraffen, sich einen Stoß zu geben und sich selbst zu ermutigen, das noch zu schaffen. So, ich bin kurz vor den Prüfungen, ich bin als Abschlussklasse immer noch im Wechselunterricht, das heißt, ich bin alle 2 Wochen zu Hause und in der Zeit melden sich LehrerInnen eigentlich kaum bei uns und ich fühle mich auf die Prüfung nicht vorbereitet und ich habe Angst, dass sehr weggeschaut wird, wie unfair die Abschlussprüfungen dieses Jahr stattfinden, ob es an den Fähigkeiten der Schulen liegt oder aber auch an den Mitteln der SchülerInnen. Ich bin auf jeden Fall sehr traurig darüber, dass die Schule im letzten Jahr so gelaufen ist. Und ich bin sehr traurig darüber, dass mit uns kaum gesprochen wurde, dass kaum mit SchülerInnen kommuniziert wurde darüber, wie man vielleicht Sachen besser machen kann. Selbst ich bin auf einen meiner Lehrer zugegangen und habe gesagt, wenn Sie nicht wissen, wie man das online überträgt, dann reden Sie doch mit uns. Vielleicht können wir ja helfen. Wir sind jung, wir sind tagtäglich im Internet, wir wissen, wie man irgendwie streamt oder was weiß ich. Aber es ist nie jemand auf uns zugekommen. So, es wurde einfach abgetan mit, oh, ich weiß nicht, wie das geht. Und genau das ist das Problem. Und da müssen Lehrkräfte ganz, ganz dringend geschult werden. Ich finde es auch einfach ein bisschen fragwürdig, wie es sein kann, dass in einem Jahr Pandemie die Digitalisierung an Schulen so wenig vorangetrieben wurde.
und so viele Lehrkräfte immer noch nicht wissen, wie sie Unterricht online übertragen können, sodass die SchülerInnen zu Hause vielleicht auch mitmachen können. Man sitzt dann im Wechselunterricht eine Woche lang zu Hause, es melden sich Lehrkräfte kaum bei einem und man hat einfach null Struktur. Und diese fehlende Struktur sorgt halt dafür, dass man so motivationslos wird. Und ich sehe die Frustration bei meinen MitschülerInnen und auch bei mir. Und man hat einfach keine Lust mehr und es kommt sehr wenig Unterstützung leider. Ich bin Daniel, 17 Jahre alt und ich mache in nicht mal 2 Wochen Abitur. Ich habe ziemlich Angst davor, denn ja, wie jeder weiß, war das ein ziemlich schwieriges Jahr und es ist es immer noch. Dadurch, dass der Online-Unterricht alles um einiges erschwert hat, bin ich echt gespannt darauf, was meine Leistung letztendlich sein wird. Und das Ganze bereitet mir schon ein bisschen Sorgen. Dass ich keine Freunde treffen kann zurzeit, ist auch hart. Natürlich kann man sich mit einer weiteren Person treffen. Das nutze ich auch in vollen Zügen aus. Aber ich vermisse es natürlich vollkommen, irgendwie mal mit ein bisschen mehr Leuten, zumindest 5 oder sowas, eine ja, kleinere Runde mit meinen besten Freunden machen zu können. Und das geht momentan natürlich nicht. Die Bildschirmzeit von mir ist natürlich auch deutlich gestiegen in der Zeit und ich würde mir wünschen, wenn das Ganze bald ein Ende findet. Dennoch muss ich sagen, dass mir das Ganze nicht so stark an die Psyche geht, trotz Corona. Ich finde, in der ganzen Situation kann man auch ganz andere Sachen machen, die man davor nicht so gemacht hat. Mehr auf seine Ernährung achten, ein bisschen mehr Sport. Ja gut, Serien und Videospiele gehören da leider natürlich auch dazu und mehr über soziale Netzwerke auch irgendwelche ja, Videochat-Plattformen auszuprobieren. Aber natürlich muss ich sagen, dass ich mich viel lieber in echt mit meinen Freunden treffen würde und mir fehlt natürlich schon ziemlich krass ein ja, Blick auf die Zukunft. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich habe mich schon eintragen lassen fürs Impfen und ich rate das jedem Einzelnen von euch, denn so wird es Ganze hoffentlich bald ein schnelleres Ende finden, aber natürlich wissen wir nicht, wann es ist und da wäre es echt gut, mal zu wissen, ja, wird es endlich bald wieder besser, weil dieses ständige auf, zu, das nervt schon ziemlich. Hi, ich bin Mathis, 15 Jahre alt und Schüler hier in Frankfurt. Weil ich in der 10. Klasse bin, bin ich seit Januar im Distanzunterricht, das heißt, von zu Hause Unterricht per Zoom, Skype, Big Blue Button und Microsoft Teams. Ich erlebe die Zeit als sehr anstrengend. Gerade Konzentration fällt einem jetzt nach so langer Zeit einfach nicht mehr leicht. Und bei bestimmten Themen, wenn man da einmal irgendwie rausgeflogen ist und nicht gut mitkommt, ist es einfach schwierig, da wieder reinzukommen. Meine Freunde habe ich die gesamte Zeit vom Lockdown immer wieder konstant auch gesehen, mit ein paar festen Freunden. Das tut ganz gut, aber trotzdem fehlt einfach dieses Gruppenfeeling und dieses fröhliche Zusammensein. Durch die ganze Corona-Situation ist es bei uns sehr stressig geworden und es ist für alle eine psychische Belastung geworden, für die manchen mehr, für die anderen weniger. Aber es ist auf jeden Fall sehr schwer, sich den ganzen Stoff alleine größtenteils beizubringen, zumal es eben lange, schwere Prüfungen sind und sich das meiste selbst aneignen zu müssen, ist eine Herausforderung für uns alle. Zumal man sich auch nicht mit anderen Leuten treffen kann. Wir können uns ja nicht wirklich mit Freunden treffen, keine Lerngruppen bilden und über Online-Portale das zu machen oder über den Online-Unterricht, das ist einfach eine Herausforderung für uns alle und das funktioniert auch nicht immer. Da ist es auch mit der Konzentration eher fragwürdig bei den meisten von uns und mit der Arbeitsmoral. Was die Bewegung angeht, kann ich allerdings nur sagen, dass ich das Glück habe, dass ich durch die ganze Zeit alleine und die ganze Freizeit mehr Energie und auch Zeit habe, mich selbst und eigenständig zu betätigen. Hallo, mein Name ist Leon, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Neckarwitz in Sachsen. Momentan würde ich sagen, mir geht's relativ gut. Ich habe verständnisvolle, liebe Lehrer, die wissen, dass sie uns nicht zu viele Sachen aufgeben sollten, da einige von uns sehr mit ihrem Internet zu kämpfen haben, wie auch ich. Es spackt und es bricht sogar auch ab und zu mal ab und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Die meisten von uns sind gerade in häuslicher Lernzeit, da unser Intelligenzwert über 300 liegt und
Gerade in der Zeit ist natürlich das Internet super relevant für uns. Außerdem bedrückt mich, dass ich nicht all meine Freunde auf einmal sehen kann, beziehungsweise Freunde, die außerhalb von Sachsen wohnen, nicht besuchen kann. Obwohl ich glaube, ich weiß, ich kann sie besuchen, aber ich will es irgendwie nicht. Also ich will es schon, aber irgendwie nicht, weil ich Angst habe, nochmal zu erkranken an Corona und meine Liebste anzustecken. Hallo Funk, ich bin Mira, ich bin 19 und mache gerade mein Abitur. Und in der 12. und 13. Klasse hatte ich meine Qualifikationsphasen und letztes Jahr hat es halt angefangen mit dem Lockdown, dass wir Online-Unterricht hatten, aber wir hatten keine wirklichen Videokonferenzen, sondern einfach nur im Aufgabenmodul Aufgaben gestellt bekommen und die wir dann bearbeiten mussten und einschicken mussten. Und das war ziemlich stressig für mich, weil ich mich nicht selber gut für sowas motivieren kann, was mich eigentlich nicht wirklich interessiert, aber gelernt werden muss. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Struggles da, aber jetzt die letzten paar Wochen vor dem Abitur hatten wir dieses A-B-Modell, dass wir zweiwöchig Unterricht hatten und das tat mir dann auch ein bisschen besser und ich bin wieder ein bisschen in den Rhythmus reingekommen. Aber generell ist es halt schon eine schwierige Situation jetzt, in der wir unser Abitur schreiben müssen. Ich habe jetzt schon zwei Klausuren hinter mir, wo ich das Gefühl habe, dass die ganz gut gelaufen sind, aber mal sehen. Hey, also bei mir hat sich das mit der Pandemie in Angst- und Panikzuständen geäußert und ja natürlich auch viele Sorgen, die man sich macht um andere Menschen, um die Familie. Und ich habe dann für mich gemerkt, dass mir mein Dankbarkeits- und Achtsamkeitstagebuch sehr gut geholfen hat. Da konzentriert man sich halt viel mehr wieder auf die guten Sachen, auf die schönen Sachen. Und lebt diese dann auch viel bewusster mit. Und das hat mir geholfen. Ja, natürlich fehlt mir der Kontakt zu Menschen. Und ich habe irgendwie einfach Lust, keine Ahnung, neue Menschen kennenzulernen. Und irgendwie, man merkt halt, dass viele sehr angespannt sind. Und natürlich überträgt sich das auch auf einen. Und ja, es ist keine einfache Situation. Aber man macht das Beste draus und man sollte weiterkämpfen. Hallo, ich bin Madeline, ich bin 17 Jahre alt und gehe auch in die Abschlussklasse. Ich schreibe momentan sehr viel Arbeiten und habe auch bald meine Prüfungen. Das alles stresst mich sehr und ich als Schülerin habe sehr viele Schwierigkeiten dabei, mir meine Lücken zu vervollständigen, da ich die Lehrer kaum erreichen kann, wenn ich mal eine Frage habe, etwas nicht verstehe. Und da ich auch positiv auf Covid-19 getestet wurde, dies Jahr im Januar, habe ich auch sehr viele Lücken von damals. Am Anfang dachten sich bestimmt viele, inklusive mir, dass Homeschooling viel entspannter ist, als in der Schule zu sitzen. Aber vor allem jetzt zum Schuljahresende beweist sich genau das Gegenteil, da man sehr viele Ersatzleistungen bringen muss für die ganzen Arbeiten, wie Hausarbeiten oder Präsentationen, die oft dasselbe Abgabedatum haben, was natürlich einen enormen Druck auslöst. Viel Zeit für sich selbst hat man nicht mehr und vor allem nicht für Freunde. Ich hätte mich gefreut, meine Freunde wieder in der Schule zu sehen, aber naja, treffen kann ich mich ja auch nur mit einer Person. Ich will mich nicht jeden Tag mit jemand anderem treffen. Ich möchte ja meine Freunde und meine Familie schützen. Also wäre Schule der einzige Weg gewesen. Mit Maske, mit Abstand, mit negativem Test. Ich hätte mich gefreut, viele hätten sich gefreut. Man wäre nicht mehr so alleine und man würde nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen und nichts machen, sich unproduktiv fühlen. Aber dann sehen wir Influencer, die reisen dürfen, die sich mit vielen treffen dürfen. Und wir dürfen nicht mal in die Schule mit negativen Tests, Abstand und Masken. Man fühlt sich halt total vernachlässigt. Am Anfang dachten sich bestimmt viele, inklusive mir, dass Homeschooling viel entspannter ist, als in der Schule zu sitzen. Aber vor allem jetzt zum Schuljahresende beweist sich genau das Gegenteil, da man sehr viele Ersatzleistungen bringen muss für die ganzen Arbeiten, wie Hausarbeiten oder Präsentationen, die oft dasselbe Abgabedatum haben, was natürlich einen enormen Druck auslöst. Viel Zeit für sich selbst hat man nicht mehr und vor allem nicht für Freunde. Ich hätte mich gefreut, meine Freunde wieder in der Schule zu sehen, aber naja, treffen kann ich mich ja auch nur mit einer Person. Ich will mich nicht jeden Tag mit jemand anderem treffen. Ich möchte ja meine Freunde und meine Familie schützen. Also wäre Schule der einzige Weg gewesen. Mit Maske, mit Abstand, mit negativem Test. Ich hätte mich gefreut. Viele hätten sich gefreut. Man wäre nicht mehr so alleine und man würde nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen und nichts machen, sich unproduktiv fühlen.
aber dann sehen wir Influencer, die reisen dürfen, die sich mit vielen treffen dürfen und wir dürfen nicht mal in die Schule mit negativen Testabstand und Masken. Man fühlt sich halt total vernachlässigt. Hallo liebes Funkteam, ich bin die Luca, ich bin 19 Jahre alt und ich gehe unter anderem in die Schule und durch Corona habe ich 20 Kilo zugenommen. Einfach weil ich davor viel Sport gemacht habe, aber halt meistens im Fitnessstudio oder im Turnverein. Und ja, das geht ja jetzt nicht mehr. Und dadurch war die einzige nice Beschäftigung eigentlich Essen, weil arbeiten konnte ich im ersten Lockdown gar nicht. Und da war ich quasi zu Hause, habe Netflix durchgeguckt und den ganzen Tag gesnackt. Ja, Mann. War ziemlich langweilig. Aber ja, mittlerweile habe ich irgendwie so die Taktik, nach der Arbeit, also ich darf mittlerweile wieder arbeiten und nach der Arbeit mache ich immer Musik an und tanze dann, weil ich mich dadurch einfach viel besser fühle. Also Leute, wenn es euch irgendwie ähnlich geht, dann tanzt einfach, das lässt euch so viel besser fühlen. Ist echt nice und vielleicht mache ich auch mal ein Homeworkout. Hallo liebes Funkteam, ich bin die Luca, ich bin 19 Jahre alt und ich gehe unter anderem in die Schule und durch Corona habe ich 20 Kilo zugenommen. Einfach weil ich davor viel Sport gemacht habe, aber halt meistens im Fitnessstudio oder im Turnverein. Und ja, das geht ja jetzt nicht mehr. Und dadurch war die einzige nice Beschäftigung eigentlich Essen, weil arbeiten konnte ich im ersten Lockdown gar nicht. Und da war ich quasi zu Hause, habe Netflix durchgeguckt und den ganzen Tag gesnackt. Ja, Mann. War ziemlich langweilig. Aber ja, mittlerweile habe ich irgendwie so die Taktik, nach der Arbeit, also ich darf mittlerweile wieder arbeiten und nach der Arbeit mache ich immer Musik an und tanze dann, weil ich mich dadurch einfach viel besser fühle. Also Leute, wenn es euch irgendwie ähnlich geht, dann tanzt einfach, das lässt euch so viel besser fühlen. Ist echt nice und vielleicht mache ich auch mal ein Homeworkout. Ich mache momentan mein Abitur in Niedersachsen, schreibe jetzt gerade meine schriftlichen Abiturprüfung, stecke also mittendrin, lerne gerade für die Deutschklausur, mache normalerweise sehr, sehr viel Sport, habe ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren nicht mehr machen können. Auch jegliche Feiern, die großen 18. Geburtstage, die letztes und dieses Jahr anstanden oder angestanden hätten, sind ausgefallen. Wir konnten tendenziell keine wirklich großen Partys wie die Jahrgänge davor veranstalten. Dementsprechend denke ich schon, dass wir sehr, sehr gescholten und ja, sehr, sehr arm dran sind, dass es uns quasi jetzt alles fehlt. Wir haben keine Möglichkeit, Freunde zu treffen, keine großen Partys. Hallo, ich bin Maja. Ich bin 16 Jahre alt und Oberstufenschülerin an einem Gymnasium. Wenn ich Corona in einem Wort beschreiben müsste, wäre es nervenaufreibend. Ich habe das Gefühl, dass das Virus mir Lebenszeit klaut. Ich vermisse es zu reisen und Gemeinschaft zu erleben. Zum Beispiel in der Schule oder auch bei der evangelischen Jugend. Nach Corona möchte ich unbedingt zum ersten Mal in die Disco oder auf ein Festival. Ich möchte schöne Erinnerungen mit meinen Freunden schaffen. Live und ohne Maske. Also mein Leben hat sich durch Corona nicht wirklich verändert. Ich hatte schon vorher sehr wenige Kontakte, leider nicht sehr viele Freunde, außer irgendwelche Internetbekanntschaften. Mir fällt es sehr schwer, neue Leute kennenzulernen. Es hat alles zu, ich würde gern wieder schwimmen gehen, irgendwelche Stammtische eröffnen, auftreffen gehen. Partys waren vorher nicht so mein Ding, aber trotzdem bin ich immer offen, neue Leute kennenzulernen. Das fällt mir natürlich jetzt sehr, 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 sehr schwer. Ich gehe zwar mit offenen Augen durch die Stadt, aber aufgrund von Corona ist es eben nicht möglich, neue Bekanntschaften zu schließen. Ich bin Fenja und besuche momentan gerade noch die Oberstufe, also den 13. Jahrgang einer kooperativen Gesamtschule in Niedersachsen. Und ich befinde mich gerade mitten in meiner Abiturprüfung tatsächlich. Wir als Oberstufe können uns eigentlich nicht wirklich beklagen. Wir hatten nämlich konstant eigentlich sehr viel sozialen Kontakt mit unseren Mitschülern, da wir halt vor allem im Hinblick auf unsere anstehenden Abiturprüfungen sehr viel in der Schule waren und Präsenzunterricht hatten. Das Problem, was
sich jetzt langsam breit macht, ist eher psychisch bei uns, und zwar, dass wir alle so ein bisschen Angst haben, dass unser Abitur negativ konnotiert wird, vor allem durch den Begriff Corona-Abi, weil ja bei uns teilweise ein paar Inhalte rausgestrichen wurden und dementsprechend ja irgendwo ein Abstrich ist im Vergleich zu einem normalen Abitur, sage ich jetzt mal. Und wir haben halt Angst, dass das in Verbindung mit einem Auswahlverfahren zum Beispiel für einen Studienplatz immer als Nachteil gewertet werden könnte. Hallo, ich bin Magdalena. Ich gehe in die 10. Klasse eines Gymnasiums. Und wenn ich meine Situation beschreiben soll, dann würde ich sie als herausfordernd und in vielen Momenten auch als sehr frustrierend bezeichnen. Ich gehöre zu den Schülerinnen und Schülern eines Abschlussjahrgangs. Das heißt, von mir wird viel erwartet und ich selbst habe auch sehr hohe Erwartungen an mich. Und ich habe das Gefühl, dass mir die Möglichkeit genommen wird, das zu erreichen, was ich erreichen könnte, und dass viele Dinge, die eigentlich in mir stecken, überhaupt nicht zum Vorschein kommen können. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass mir ein Stückchen Leben weggenommen wird und, wie viele auch sagen, der beste Teil meines Lebens. All die Ereignisse und Erlebnisse, die ich jetzt mit fast 16 Jahren sammeln und dann später meinen Kindern erzählen würde, die bleiben mir verwehrt und es ist nicht leicht, damit umzugehen. Unter dem Schulstress zu leiden, aber einfach keinerlei Ausgleich dazu zu haben. Und ich glaube, es geht vielen so. Und ich hoffe einfach nur, dass wir so lange durchhalten, bis die Verbesserung, die wir ja alle ersehen, eintritt. Ich bin sicher, dass sie eintreten wird. Die Frage ist nur, wann. Und ich hoffe, dass wir bis dahin alle stark bleiben. Hallo, ich bin Antonia Hendrich und gehe in die 12. Klasse in Thüringen zur Schule. Ich habe das Gefühl, dass unsere Meinung seit einem Jahr kein Gehör mehr findet. Seit einem Jahr muss ich auf alle meine sozialen Kontakte verzichten. Ich darf keine Partys feiern, wie es früher der Fall war. Ich darf keinen Gruppensport machen. Ich darf nicht richtig meine letzten Schultage genießen, so wie es früher der Fall war. Ich habe das Gefühl, dass uns keine Alternative angeboten werden, sondern nur Verbote ausgesprochen werden. Das ist eigentlich das Schlimmste. Wir müssen einsam bleiben. Und dann gibt es noch den ganzen Stress in der Schule. Seit Beginn des Jahres wissen wir nicht, wie unsere Prüfungen stattfinden sollen. Und jetzt auf einmal sollen wir sie schreiben. Und auch die Tests, die Alternativen, die sind nicht überall vorhanden. Außerdem, das Schlimmste ist eigentlich, dass meine Tage ineinander übergehen. Ich habe keine Abgrenzung mehr. Vormittags ist das gleiche wie nachmittags. Schule, Schule und zwischendurch Netflix und YouTube. Ja. Dieses Problem muss ernst genommen werden, denn für die meisten ist es schwer, belastbar zu sein und belastbar zu bleiben. Vor allem ohne emotionalen Austausch mit anderen. Also ich muss sagen, Corona ist und war auch für mich eine sehr große Hürde. Ich mache dieses Jahr Abitur und ich muss sagen, ich hatte sehr viele andere Probleme. Also erstmal das ganze Homeschooling, aber andererseits hatte ich auch als Probleme, die Realität richtig wahrzunehmen. Ich wurde irgendwie psychotisch, konnte nicht mal unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Hab dann auch dementsprechend halt auch nichts mehr großartig gegessen. Ich wurde magersüchtig, hatte ein BMI von 13,5. Und muss dann halt auch wirklich in psychiatrische Therapie gehen. Also ich war zweimal in psychiatrischer Therapie, einmal wegen der Essstörung, einmal auch wegen meinen Psychosen. Und jetzt noch Abitur schreiben, ich habe sehr Angst, muss ich echt sagen. Aber es wird schon, hoffe ich einfach. Und ich muss auch sagen an euch alle, die jetzt Aufrechnungsprobleme während Corona haben, sucht euch Hilfe für eure Zukunft und für euch selbst. Hi, ich bin Andrea, bin 18 Jahre alt und gehe aktuell in die 12. Klasse eines Gymnasiums in Bayern, was bedeutet, dass ich zum zweiten Abiturjahrgang zähle, den die Corona-Krise betrifft. Ganz am Anfang habe ich das Ganze mit Lockdown eher so als eine Chance gesehen, dass man vielleicht so Lücken mal schließen kann, die sich so im Laufe der Zeit aufgetan haben. Dass das Ganze nicht so der Fall ist, ist mir dann relativ schnell klar geworden, nämlich als dann so die ersten Arbeitsaufträge kamen. Also wir wurden wirklich überhäuft mit Arbeitsaufträgen. Ich habe in der Woche so 20 bis 30 Blätter ausgedruckt, die ich durcharbeiten musste. Saß da so von morgens 19 Uhr bis abends 22, 23, manchmal sogar 0 Uhr. Also ich habe natürlich Pausen gemacht, aber das waren so ungefähr meine Arbeitszeiten. Und da waren nur die schriftlichen Arbeitsaufträge drin. Also sowas wie wirklich mal was vertiefen oder lernen war da eigentlich gar nicht drin. Ja, und trotz diesen langen Arbeitszeiten bin ich leider nicht in der Zeit fertig geworden. Also ich habe am Wochenende gearbeitet, dann kamen die Osterferien. Selbst da war ich noch an den Arbeitsaufträgen von vor den Ferien und bin dann in der zweiten Ferienwoche tatsächlich auch mal fertig geworden. Ja, und dass da der ein oder andere psychische Probleme bekommt, hat mich ehrlich gesagt nicht gewundert. Mir ging es da auch nicht anders.
Wenn man den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und irgendwelche Blätter durcharbeitet, dann dreht man irgendwann durch. Ich glaube, das ist klar. Ja, dann fragt man sich wahrscheinlich, warum wir nichts gesagt haben. Haben wir? Mehrfach. Aber es war einfach so, dass es sich dann kurzzeitig gebessert hat, aber nach einer Woche eigentlich wieder alles mehr oder weniger beim Alten war. Dann waren wir tatsächlich auch mal wieder in der Schule, waren dann aber auch wieder zu Hause, waren wieder in der Schule. Jetzt aktuell sind wir wieder zu Hause, was eben den Grund hat, dass wir kurz vorm Abitur unser Infektionsrisiko möglichst gering halten wollen. Davor waren wir zusammen mit der Q11 in der Schule. Wir haben natürlich überall Masken tragen müssen und haben uns dreimal in der Woche am Selbsttest unterzogen. Wir waren auch schon ganz alleine, nur die Q12 in der Schule, was ehrlich gesagt anfangs echt komisch war, aber mit der Zeit ganz angenehm war, weil es in den Freistunden einfach ruhig war und man auch mal wirklich was erledigen konnte, auch schon mal was lernen konnte, was davor nicht so möglich war, weil irgendwie ständig wer rumgelaufen ist. Also das war tatsächlich gar nicht so schlecht. Was ich auch nicht so schlecht fand, war, dass man während dem Homeschooling seine Zeit relativ frei einteilen konnte. Aber es war halt eben sehr viel Belastung. Ein Problem war auch, dass wir einfach teilweise gar nicht an die Arbeitsaufträge rangekommen sind, weil diese Lernplattform, die wir genutzt haben, einfach so oft überlastet war, dass man teilweise wirklich erstmal 5 bis 10 Minuten vorm PC saß und gewartet hat, dass man überhaupt reinkommt. Hat sich dann nach und nach gebessert, also die Lernplattform wurde dann ausgebaut, hat aber ganz schön eine Zeit gedauert. Und ja, dann kamen nach und nach auch mal Videokonferenzen dazu. Es war dann auch so der Weg zur Besserung, also man hatte wieder persönlicheren Kontakt zu den Lehrern. Und die Zeiten wurden dann auch besser eingehalten, unsere Arbeitszeiten. Es gab aber trotzdem Lehrer, die trotz Videokonferenz so viele Arbeitsaufträge gegeben haben, als hätte es keine Videokonferenz gegeben. Also es war immer noch eine sehr starke Belastung. Hallo, mein Name ist Casey und ich bin 18 Jahre alt. Zurzeit besuche ich die 12. Klasse auf einem Gymnasium in Erfurt in Thüringen. Thüringen hat zurzeit die höchsten Inzidenzwerte in Deutschland. Trotzdem geht meine Stufe seit Januar jeden Tag in den Präsenzunterricht. Jeden Tag tragen wir mindestens 8 Stunden lang Maske. Vor ein paar Wochen gab es noch nicht genug Schnelltests, sodass wir höchstens einmal pro Woche getestet wurden. Letzte Woche hat in Erfurt die Bundesgartenschau begonnen, zu der jeden Tag 15.000 Besucher erwartet werden, die natürlich alle einen Schnelltest brauchen. Ich finde es einfach nur extrem unfair und in gar keiner Relation betrachtet, wie wir hier seit Monaten am seidenen Faden hängen und versuchen, irgendwie in ein paar Wochen unser Abitur zu meistern, während in Erfurt einfach 15.000 Menschen pro Tag aus ganz Thüringen hierher reisen können, um sich die Buga anzuschauen. Ich würde es einfach sehr wichtig finden, wenn man bei uns vor allem regelmäßig Online-Unterricht hat und sich vielleicht ein wenig mehr auf die Hauptfächer konzentriert wird, weil wir einfach in jedem Fach Klassenarbeiten schreiben, in Hauptfächern haben wir kaum Online-Unterricht und sich dann wirklich so darauf zu konzentrieren, diesen Stoff hinzukriegen, ist halt einfach sehr schwer, vor allem bei Leuten, die halt einfach zu Hause nicht so wirklich Unterstützung haben oder denen es einfach nicht so gut geht. Und ich finde, darauf wird einfach nicht genug geachtet und es wird sich eher so auf diese Zukunft konzentriert, auf dieses, okay, wann haben wir wieder Normalschule? Aber ich finde, es wäre einfach wichtig, sich aufs Jetzt zu konzentrieren, einfach alle Ressourcen zu nutzen, die da sind. Ja, also den Untersuchungen muss ich teilweise zustimmen. Das mit dem Freunde nicht mehr sehen, ja, das geht mir genauso. Ich habe meine Freunde 3-4 Monate gar nicht gesehen. Das war, ja, nicht gerade einfach. Das würde weniger bewegen. Das ist bei mir genauso. Ich bewege mich wesentlich weniger als davor. Einfach, weil ich auch keine Motivation mehr habe, wirklich vor die Tür zu gehen und irgendwas zu machen, weil es mir einfach irgendwie keinen Spaß mehr macht. Hallo, liebes Funkteam. Ihr habt ja auf Instagram gefragt, was als Schüler das Lernen in Zeiten von Corona besonders schwierig macht. Bei mir ist es auf jeden Fall, dass einige Lehrer darauf keine Rücksicht nehmen, dass verschiedene Schüler verschieden lange Zeit zum Arbeiten für einen und denselben Lernauftrag brauchen. Ein Schüler liest sich Wikipedia durch, macht sich Stichpunkte und ist in einer Stunde fertig. Ein anderer Schüler hingegen informiert sich bei mehreren Quellen,
zeichnet sich eine Mindmap und braucht dafür 3 Stunden. Es wird keine Rücksicht auf das individuelle Lernen genommen. Hauptsache, man hält alle Fristen ein und bekommt eine ansatzweise okaye Note. Und das finde ich ziemlich unfair. Hallo, Grüße aus NRW. Also die Situation aktuell, ja, Corona ist natürlich immer so ein bisschen doof. Ich denke allerdings, dass es ein bisschen vorankommt. Also ich habe die Hoffnung, einige Läden machen ja wieder auf, einiges ist möglich mit einem Corona-Schnelltest. Langsam, aber sicher kommen einige Tage mit Präsenzunterricht wieder, anstatt immer nur über die Plattform mit Videokonferenz. Und ja, es muntert in gewisser Weise auf, aber eine gewisse Corona-Depression, so wie ich es nenne, ist auf jeden Fall noch da. Und es kommen immer mehr wieder Zweifel, ob dann wieder ein Lockdown kommt oder ob das und das wieder schief läuft, ob der Virus neu mutiert. Es ist alles so im Hinterkopf und man hat schon noch so seine Bedenken. Und das ist natürlich schade. Aber im Groben und Ganzen denke ich, es wird langsam besser. Hey, liebes Team von Funk. Ich wollte auch mal meine Meinung zu der Corona-Situation in der Schule geben. Und vor allem für Menschen wie mich mit psychischen Erkrankungen, vor allem die Anorexie, macht es nicht gerade leicht, weil ich einfach viel, viel mehr nachdenke und viel, viel mehr mir ausgesetzt bin und einfach keine Möglichkeit habe, neue Freunde zu finden, weil ich auch erst neu in den Ort gezogen bin. Das sind ungefähr 120 Kilometer von meinem Wohnort. Und jetzt auch gerade in einer Klinik darf ich auch keinerlei Besuch kriegen. Und der Online-Unterricht hat mich nun mal auch einfach fertig gemacht. Ja, das ist so meine Sicht der Dinge. Also ich bin fast fertig mit dem schriftlichen Abitur und mir fehlen dann nur noch 2 mündliche Prüfungen. Am Anfang hat man es gar nicht so bemerkt oder es waren auch nicht wirklich psychische Probleme da, dadurch, dass ich mich halt persönlich primär aufs Lernen konzentriert habe und es eigentlich ganz gut fand, dass so diese Ablenkfaktoren einfach nicht vorhanden waren, weil es halt einfach nichts anderes gab, als zu Hause rumzuhocken und halt eben zu lernen. Aber nach und nach schlägt das dann doch irgendwie auf die Psyche, dadurch, dass man sich nicht mit Freunden treffen kann, dass man nicht einfach mal runterfahren kann, anders als nur zu Hause rumzusitzen. Und das ist halt schon nicht gut. Aber ich habe definitiv mehr Sport gemacht, als ich vorher je gemacht habe. Ich habe mich mehr bewegt als vor der Corona-Pandemie und das ist auch ziemlich gut gewesen. Aber ich habe halt auch besonders das Gefühl, dass ich dadurch halt einfach diesen psychischen Druck ausgleichen kann. Servus, liebes Funkteam. Ich bin der Karlsson wie der vom Dach. Ich bin Schüler an einer Schauspielschule und während dem letzten Lockdown ging es mir schon nicht so gut. Also ich wohne halt auch alleine und dann bin ich auch ziemlich krass vereinsamt und dann sind auch irgendwann depressive Episoden gekommen. Also das heißt, ich habe mich irgendwo hingesetzt und ich habe es halt nicht geschafft, wieder aufzustehen. So. Naja, dann halt irgendwann doch wieder und dann habe ich wieder angefangen, Freunde zu treffen. Und dann ging es mir auch wieder besser und ich bin auch wieder aktiver geworden, habe wieder angefangen zu malen und mit meinem YouTube-Comedy-Shit. Naja, und jetzt halte ich mich nicht mehr so krass an Lockdown-Regeln, weil mir halt aufgefallen ist, dass ich die wichtigste Person in meinem Leben bin. Und wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich mich auch nicht um andere kümmern. So. Und ich will auf gar keinen Fall wieder zurück zu diesen depressiven Episoden und naja, ich versuche wenigstens nicht noch andere zu gefährden. Hi, ich bin Talia, ich bin 19 Jahre alt und mache gerade in Niedersachsen mein Abitur. Also zu dem, was ihr gefragt habt, wegen weniger Freunde sehen, das ist bei mir auf jeden Fall so. Also im ersten Lockdown habe ich nur eine Freundin und meinen Freund getroffen und das ging auch für mich voll klar. Also psychische Probleme hatte ich damit nicht. Das fing dann erst Ende des Sommers an, als sich abzeichnete, dass ein zweiter Lockdown stattfindet. Ab dem Herbst-Lockdown habe ich meine engsten Freunde, also jeweils nur einmal gesehen. Habe mich nur einmal mit denen getroffen, einmal im Dezember und einmal im Januar. Und ansonsten habe ich nur meinen Freund gesehen. Ja, ich bin zur Schule gegangen, aber meine engsten Freunde gehen halt nicht mit mir in einen Jahrgang. Und ja, man hält digital Kontakt, aber es ist nicht das Gleiche.
Das ist schon, und gerade jetzt, ich bin jetzt super froh aus der Schule raus. Ab dem zweiten Lockdown wurde es dann richtig schlimm, wenn ich mal so sagen darf. Also es war so, dass ich keinen Bock mehr hatte, zur Schule zu gehen. Ich kam nach Hause und war nur noch am Weinen. Das war besonders schlimm, als mich eine Lehrerin gefragt hat, wie es mir denn geht. Es war danach, habe ich die ganze Woche dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, nur geweint. Ich habe mich absolut leer gefühlt und hatte Angst, dass ich nie wieder aufhöre zu weinen. Aber ich weiß, dass es auch mehrere andere Freundinnen hatten und wir haben da sowas gefunden. Immer wenn es uns schlecht geht, dann schreiben wir uns, dass es uns schlecht geht und dann weiß jeder, dass er nicht alleine damit ist. Zur Bewegung. Im ersten Lockdown habe ich mich super viel bewegt und dann im zweiten durch den Abi-Stress ist es leider ein bisschen nach hinten losgegangen, habe mich nicht so viel bewegt. Dann dazu kam was an, als ich abzeichnete, dass ein zweiter Lockdown stattfindet. Ab dem Herbst-Lockdown habe ich meine engsten Freunde, also jeweils nur einmal gesehen. Habe mich nur einmal mit denen getroffen, einmal im Dezember und einmal im Januar. Und ansonsten habe ich nur meinen Freund gesehen. Ja, ich bin zur Schule gegangen, aber meine engsten Freunde gehen halt nicht mit mir in einen Jahrgang. Man hält digital Kontakt, aber es ist nicht das Gleiche. Das ist schon, und gerade jetzt, ich bin jetzt super froh, aus der Schule raus zu sein, dass ich nicht mal die Angst haben muss, mich bei irgendwelchen Leuten in der Schule anzustecken, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich Kontakt habe, weil das in der Schule schon nicht so war. Aber trotzdem, so jetzt treffe ich mich halt auch mit niemandem mehr. Oder mit nicht mehr Leuten, erstens weil Lockdown, zweitens habe ich unglaublich Angst, dass ich während meiner Abi-Prüfungen dann in Quarantäne bin und dann nicht mitschreiben kann. Hallo, ich bin Carlos, 15 Jahre alt und gehe in die 10. Klasse eines Gymnasiums in Niedersachsen. Die Ergebnisse der Untersuchung stimmen bei mir auf jeden Fall. Ich komme nur noch sehr wenig raus, eventuell noch zum Radfahren mit einem guten Freund von mir auf dem Weg zum Testzentrum oder um am allerwichtigsten meine Freundin zu treffen. Weniger Bewegung habe ich im Moment auch. Das liegt aber auch an den Temperaturen, weil letzten Sommer war ja auch schon Corona und da war es um einiges besser. Und daran, dass mein Fahrrad in der Werkstatt ist. Sonst fahre ich ca. 2 Kilometer täglich Rad, ab und zu sind es mehr, mal 5 Kilometer, mal 10 Kilometer oder wenn ich mit dem Rad zu meiner Freundin fahre, 15 bis 20. Und nun zu einem psychischen Problem. Ich habe viel häufiger Stress mit meinem Bruder, Streit mit meinem Bruder, Missverständnisse mit meiner Freundin, Faulheit oder auch Stress mit meinem Vater. Durch das Homeschooling bekomme ich auch viel weniger geregelt. Normalerweise bin ich auch ein relativ durchschnittlicher guter Schüler. 2020 hatte ich nämlich einen Durchschnitt von 2,6. Vor einigen Tagen habe ich eine Mitteilung bekommen aufgrund eines blauen Briefes. Das heißt auch, meine Noten werden immer schlechter. Ich hoffe, es gibt niemanden, den es wirklich schlechter geht als mir. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Moin. Ich kann das alles genauso bestätigen. Seit Corona ist alles noch viel, 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 viel anstrengender geworden. Und leider ist es so, seit Corona ist es nun mal für uns echt richtig, richtig schlimm umkämpft sind. Wir werden teilweise auch echt nicht so gut benotet und es wird auch nicht wirklich Rücksicht darauf genommen. Beispielsweise war es so, dass unsere Matheprüfung halt auch ausgefallen wäre, theoretisch. Aber es wurde leider dafür gestimmt, dass wir die halt machen sollen. Und das hätte uns echt viel erspart. Aber uns auch teilweise so gewesen, dass wir gar keinen oder sehr, sehr wenig Unterricht hatten und deshalb jetzt echt seit Wochen echt zu kämpfen haben um unseren Abschluss. Hi, liebes Funkteam. Ich bin Raphael, 22 Jahre alt. Ich wollte eigentlich Ende letzten Jahres meine Ausbildung anfangen. Es ging wegen Corona leider nicht. Bin schon depressiv vorerkrankt und das hat auch Corona definitiv nicht besser gemacht. Ich wollte jetzt meine Ausbildung Ende dieses Jahres nochmal anfangen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hatte nochmal eine Knie-OP. Psychisch ist das sehr, sehr schwer, weil ich hier aktuell nur oben sitze. Meine ganze Familie ist in Quarantäne. Meine Freunde sind sehr viele arbeiten, fast alle in Pflegebereichen. Also sehe ich so gut wie gar keinen aktuell. Ich kann mich kaum bewegen. Ich muss sehr viele Medikamente nehmen. Ich lebe deswegen auch vom Amt aktuell. Die Situation mit dem Amt ist auch nicht einfach. Ich hoffe, der Corona-Zuschuss, den wir bekommen sollen, kommt jetzt Ende April. Also morgen oder die Tage. So, für mich als junger Mensch in meinem Alter vom Amt abhängig zu sein, ist sehr schwer. Die Depression dazu ist sehr schwer. Dass man schulisch nicht vorankommt, ist sehr schwer. Man zweifelt viel.
ich lieg viel rum wegen meinem Bein, also nicht gerade freudig. Ciao, ciao.